klingt Berlin? Wir möchten das heute aufgreifen in einem sehr kompakten, einem sehr diversen Format aus drei Orten, nämlich mit drei Ensembles gehen wir auf die Klangsuche. Bei dem Projekt um Sounds of Berlin. Die ersten beiden Tage haben wir vor allen Dingen dafür verwendet, dass wir Field Recordings aufgenommen haben. Die SchülerInnen aus der Klasse 9D sind im Rahmen von Workshops auf Klangsuche vor allem gegangen, haben ihre Sounds of Berlin gesucht, an verschiedenen Orten gefunden und eingesammelt. Und jetzt gleich vertonen die Ensembles diese Klänge live. Sehr interessant, Sachen zu hören, die man vorher nicht gehört hat. Also Berlin ist eine sehr laute und eine sehr aktive auch, Stadt. Und ich könnte mir nicht vorstellen, woanders hinzuziehen. Ich liebe Berlin. Die schöne Seite besteht aus vielen hohen, schönen, großen Gebäuden. Und die nicht so schöne Seite sind mehr so Ecken, wo viele Junkies und Leute, die Alkoholprobleme haben und sowas halt. Wir haben einen Link eingerichtet, eine App, Reaction Link. Lasst uns mal in die Wortwolke wechseln. Lauterbach spielt die Bachtrompete, okay. Gassenwind, okay, den Ticketautomaten. Was haben wir da noch Schönes? Feiern, Kreuzberg, Girlie, U-Bahn, Krankenwagen. Scheiße, Küfli, ich bin 7 Jahre alt, aber manchmal bin ich auch 2000 Jahre alt. Aber in diesen Workshops sind auch ganz unterschiedliche Dinge entstanden. Nicht nur Tonaufnahmen, sondern auch Geschichten der SchülerInnen. Von dem Künstler Tobias Kipp wurde das Ganze animiert. Und dazu kommen wir jetzt in dem zweiten Teil. Entstanden sind nämlich ganz bewegende Filme, muss ich sagen, in denen von den Jugendlichen entwickelte Krafttiere und Figuren durch Berliner Orte wandeln und wir den ganz persönlichen Geschichten der Jugendlichen auch lauschen können. Ich würde vorstellen, wir machen einfach einen Schulkreis. Also erstmal. Es hat sich schon herausgestellt, dass es super spannende, super tiefe Geschichten gibt, die die Schüler mit sich rumtragen, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bin in Libyen aufgewachsen, genauer gesagt in Benghazi. Meine Mutter hat als Krankenschwester gearbeitet. Mein Vater hatte einen eigenen Laden und wir sind nach Deutschland gekommen, weil es einfach zu gefährlich war. Es war so ein Angelboot und das war aus Holz und das war in keinem guten Zustand. Es waren über 100 Leute auf dem Boot. Also wir versuchen das in Bilder zu fassen und dafür haben wir Avatare gebaut. Und diese Wesen werden halt Geschichten der Schüler erzählen, die sie hier erlebt haben. In ihren eigenen Worten, in ihrer eigenen Sprache. Ich halte mich gern an öffentlichen Orten auf, wo auch viele Menschen sind, da ich mich so einsam fühle, brauche ich bis in Menschheit. An den alten Menschen jetzt, genießt euer Leben noch, solange ihr könnt. Passt auf eure Kinder auf und lasst euch nicht runtermachen.
Berlin hat, das wissen wir, viele Geschichten, ist von unterschiedlichsten Orten geprägt, von den großen Wahrzeichen, von den Nationalitäten, von den Kulturen, von den Märkten, von den Spätis, von den Kiezen, all das spielt mit hinein. Auch wenn wir jetzt zum dritten Part kommen, der grafischen Videopartitur von Künstler Florian Japp, da improvisieren nämlich alle Ensembles an den drei Orten, also Kindl, hier Konzerthaus und der Schule, gleichzeitig über eine Partitur, die verschiedene Orte aufgreift. Beim ersten Gedanke kommt man natürlich an diese, ja, welche Orte müssen da rein, wenn man jetzt über Berlin was macht. Eigentlich habe ich mir so vorgenommen, an Orte zu gehen, an die ich immer schon wollte, aber wo ich mir nie die Zeit dafür genommen habe auch. Also so ein bisschen Nicht-Orte, also Orte unter Brücken oder so, die ich spannend finde, also die man eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick mit Berlin verbindet, aber die trotzdem natürlich ein wichtiges Element sind. Bekanntere Orte damit eingeflossen. Aber eigentlich immer war das Ziel, war immer eigentlich nur hinzufahren, wo man gar nicht so hinkommt. Nicht als Tourist, aber auch nicht als in Berlin Lebender. Ich fand es jetzt ziemlich spannender, dass man als Zuschauer, als Zuschauerin Bilder sieht, die dann nicht diesen Aha-Effekt auslösen, ah, da war ich schon mal oder ah, das kenne ich, sondern dass es eigentlich dann Orte sind, die vielleicht etwas Neues erzeugen in dem Film. Also für mich ist auf jeden Fall nochmal eine wichtige Erfahrung gewesen, dass ganz viele von den Schülerinnen und Schülern hier einfach keine Stimme haben. Ich hoffe einfach, dass über diese Filme auch die Geschichten gehört werden. Wir hatten hier wirklich Glück, mit ganz tollen Jugendlichen arbeiten zu dürfen, die unheimlich viel kreativen Input gegeben haben. Und wir haben ja ganz viel Neuland betreten, ästhetisches und auch physisch sozusagen. Wir haben nämlich die Stadt erkundet und sind dankbar für diese tolle Kooperation. Es war uns auf jeden Fall eine große Freude, gemeinsam mit den SchülerInnen das Programm für heute zu erarbeiten. Und deshalb hier nochmal ein ganz, ganz großer analoger und digitaler Applaus für die Klasse 9D der Gemeinschaftsschule Campus Efeuwig in Neukölln. Und es war für uns auch sehr herausfordernd und spannend, auch die ganze Probenarbeit. Und ja, es war etwas Besonderes. Und wie war es hier im Publikum? Noch einmal vielen Dank an alle KünstlerInnen und alle, die heute mitgemacht haben. Und tschüss und ciao aus dem Konzerthaus Berlin, hier aus dem wunderbaren Werner-Otto-Saal. Bye, bye.